Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist gosselos. Wir sind hier bei Let's Play Evoland 2 und durchstöbern ein bisschen die Gebäude. Ah, hier war das Gefängnis, da war schon mal ausgebrochen. Da haben wir da dann die Kaserne hier drinne. Ja, Blick reinwerfen, aber ist auch nicht so spannend. Da haben wir ein paar Leute, die kochen. Mit jedem mag ich jetzt nicht mehr zu reden, weil die letzten Folgen waren schon echt lange Laberrunden. Will endlich mal hier wieder was kämpfen, weiterkommen, neue Spielmechaniken und dergleichen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das so handhabt mit zu erzähllastigen Geschichten. So, sind wir bei den Mädels hier, mal gucken, was da abgeht. Du da, dich will ich haben, Mimi. Das? Nein, das ist nicht nichts, es ist leer. Okay, na, hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Quartier? Ich suche nach dem Schlüssel. Den Schlüssel? Welche Schlüssel? Haltet ihr mich für eine Idiotin oder sowas in der Art? Naja, die ist ja erstmal halb geköpft. Achtung, Mädels. Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Aha. Machen wir ganz normal. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Quartier? Operation Dexterminator? Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass du uns etwas Besseres einfällt. Ja, das ist der Schlüssel. Mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Schlüssel haben wir schon gemacht. Ich will euch helfen. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau? Gute Frage, weil was... Das wollt ihr gerade herausfinden. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Bücher stehlen? Stehlen? Echt? Seid ihr irre? Arbeitet ihr für den Geheimdienst des Propheten oder sowas? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergesst, ihr seid zu grün hinter den Ohren, um uns zu schnappen. Das wird wieder ein Try and Error werden, ja. So, ich will euch helfen. Spielzeug? Wofür? Wir brauchen keine stinkende Spielzeug. Wir sind doch keine kleinen Mädchen, die mit Puppen spielen. Wir machen viel mehr Spannringe als das. Stimmt's, Mädels? Okay. Aber sicher. Na also, seht ihr? Behaltet euer Spielzeug. Davon abgesehen ist das hier illegal. Okay, komm mal die weiter. So, ich will euch helfen. Also, genau, was wollt ihr uns helfen? Ich brauche den Schlüssel. Sag mal, wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also, mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr auch was, ein Buch. Würdet ihr es in diesem Buch hypothetisch Fall zu uns bringen? Ja. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also, würdest du bei eurem Leben schwören? Ja. Also, ich glaube, wir werden unsere Großartig verstehen. Ich halte euch für Versprechen und ihr müsst euch mir um nichts Sorgen machen. So, ich denke mal, in dieser Truhe ist der Schlüssel. Er öffnet das Tor zum Wissen und womöglich manchen neuen Problemen. So, damit haben wir Storytelling-mäßig jetzt wenigstens einen Erfolg mal gehabt wieder und können hier weiter voranschreiten und gucken, dass wir in die Bibliothek kommen und Infos bekommen. Ja, hier lang, dort lang, Bibliothek. Tür öffnen, wo haben wir den Schlüssel? Schlüssel. Alles klar, und wir sind drinnen. Die Super Mario-Pflanze ist auch wieder da. Okay, Storytelling. Und wieder gelesen. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten. Ja, klar. Ach, ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir forschen und widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum ist es so, wem von einer Mücke gestochen wird, zum Beispiel? Ach, wir beschäftigen uns nicht mit dem Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist
Einer der vier Interessanter. Übrigens spreche ich euch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magi. Vor allem Legenden der späten Antike, die sich mit den merkwürdigen Kräften befassen. Doch bevor ich euch mit darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Alles klar. Es ist nur so, dass, also, Professor, wir haben es ziemlich eilig. Oh, voll in die Fresse. Ruhe. Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch den Autorität der Professoren unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall verschwindet. Weiblicher Schammel, bitte vergebt den Studenten Menus, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, eure Unterricht beizuwohnen. Vor allem die Lektionen über die Magelliten. Stimmt's, Menus? Ja. Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer, die ihr mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forschungskollegen. Und jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die eure Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen, ihr seid nicht verpflichtet, alles zu erledigen, aber vielleicht habt ihr ein kleines Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Habt ihr alles verstanden? Ja. Dann hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. So, das klingt doch ganz nach Quests. Ich erinnere mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Es macht Spaß. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicherlich viel über die Magelliten erzählen. So, damit haben wir endlich wieder mal was zu tun. Da mag Studienkollegen mal sehen, was er da so uns erzählt, was sein Problem ist. Ihr seid die neuen Studenten? Na klar sind wir das. Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, mit dem ich einfach nicht zu Rande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Ja, sicher. Das ist nett von euch. In diesem merkwürdigen Gegenstand wurde der antike Hyrulus-Ruine gefunden. Er hat kein Schloss, nur diese bizarren Tassen mit Symbolen. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könnt. Ah, das riecht nach Knobeln. Okay. Mysteriöses Relikt. Haben wir 1, 2, 3. Die Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in die richtige Reihenfolge drückt. Der goldene Knopf muss als letztes gedrückt werden. Okay. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um die Mechanismus zu entriegeln? Okay. Drück mal diesen hier. Super. Tja. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Dialog wieder durch. Ja, das ist ja schon wieder nervig hier. Okay. Das klingt kompliziert. Okay, der ist auch nicht. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Nervig ist dann wirklich, dass wir also normal durch die Dinge durchgehen. NO3 mysteriöses Lied. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in die richtige Reihenfolge drückt. Der goldene Knopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss jetzt erst gedrückt werden, um den Mechanismus zu öffnen? Also meine Vermutung ist, dass die Pfeile anzeigen, in welche Richtung es dann weitergeht. Da würde aber das Problem sein, der vielleicht hier? Auch nicht. Wir können jetzt ja alle ausprobieren, aber ich denke mal, wir gucken uns einmal weiter um. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was eure Idee ist, welche zuerst gedrückt werden muss. So, hallo, Loa, du komm mal mit deiner Aufgabe. Hallo, meine Freude. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Möhlerö zu erklären. Oh Gott, oh Gott.
Ihr möchtet lernen? Ja. Ich danke euch, meine Freunde. Klassische Malerei. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass kein zweimal in derselben Reihe ist. Oder Spalte. Damit die Punkte markieren, die Farben können nicht verschoben werden. Alles klar. Das heißt, das oben sieht schon mal super aus, da müsste man dann rot hin. Das. So, das würde heißen. So, da mal oben einmal einer durchgehend. Da müsste er dann dorthin und er nach dahin. Oder auch nicht. Würde aber schon mal so weit gehen. Da auf der Reihe ist auf alle Fälle dürfte kein Grün sein. Dann könnte man das so machen, ja. Wenn dann sowieso nicht so. Oder höchstens. Okay. Da haben wir erstmal keinen in der Reihe. Da haben wir hier noch einen blauen. Blau können wir da nicht nehmen. Also blau muss definitiv hier oben in eine Reihe rein. So. Da würde ich aber sagen, mal rot rein. Da sieht die Ecke schon mal gut aus und die Ecke sieht gut aus. Da haben wir doch schon mal super gelöst. Ja, wir haben unser erstes Rätsel gelöst. War ja so ein bisschen so Doku für Arme. Bravissimo. Ich verteile euch die Leistungs... Ihr verdient euch die Leistungspunkte für die Klasse Malerei. Wir haben unseren ersten Leistungspunkt bekommen. So, was hast du jetzt für uns, Uschi, hier? Du, Hermine für Arme. Hallo, ich bin die neue Kryptografin für die Händlerrat. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Codierungssystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ihr habt endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Ja, sagenhaft. Wenn es euch gelingt, mein System zu knacken, umzugehen, bekommt ihr von mir einen Leistungspunkt. Ja. So. Da. Code. Welches der vier Symbole vervollständigt die Serie unten? Gute Frage. So. Also, unten haben wir vier, dann kommt ein Punkt dazu. Dann werden die da oben rausgenommen. Richtig verstehe ich aber noch nicht. Der Zusammenhang von dem nach da. Ich würde sagen, das ist es. Einmal ein Bauchgefühl raus. Okay, das war es aber wohl nicht. Oder ihr seid ein absoluter Ignorant. Welche Version sagt euch besser zu? So, aber wir wissen jetzt schon mal, welches nicht ist. Da können wir die vier kann man ja relativ simpel ausprobieren. Man könnte ja natürlich behaupten, das hier. Einmal aus dem Bauch heraus. Okay. Haben wir wieder eins ausgeschlossen, es muss eins von der Mitte sein. Ich habe keine Ahnung, was das System ist. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt durchzufinden. Dafür sind es einfach zu wenige. Da probieren wir das einfach aus. Dann halt der ja. Wenn es der nicht ist, ist es der letzte. Okay, es ist der letzte. Keine Ahnung, warum es der letzte ist. Aber wir wissen jetzt, dass wir damit die Lösung haben. Mal gucken, ob man irgendwie was erkennt, warum das so sein sollte. Keine Ahnung. So, das haben wir noch nicht probiert. Das muss es dann sein. Oder wir haben einfach ein Problem. So, Problem gelöst. Was? Ihr habt den Code geknackt. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, ihr kriegt nur einen Leistungspunkt. So, da haben wir den zweiten Leistungspunkt. Wir gehen ja ruckzuck hier voran. Da, oh, da haben wir den nächsten.
Aber mit dem werden wir uns auch beim nächsten Mal befassen, weil unsere Zeit ist nämlich rum für unser lustiges Let's Play. Endlich kommt wieder ein bisschen Action rein, ein bisschen was zu knobeln als solches. Denkt daran, welchen Knopf müssen wir zuerst drücken. Die eine Frage könnt ihr euch ja gerne mal in die Kommentare auslassen, vielleicht habt ihr eine Idee. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu dem sagt, was jetzt kommt. Das hier am Ende ist Endcard mit einer Videoempfehlung und zwar Let's Play Borderlands 1. Das passende Let's Play zu dem, was aktuell läuft. Da wisst ihr mal, was auf dem Planeten Pandora passiert ist und was die Kammer und der Schlüssel ist. Das erfahrt ihr alles, wenn ihr anguckt. Let's Play Borderlands 1. Sonst haben wir noch den YouTube-Button für alle, die das extrem geil und super finden und wissen wollen, wie das hier weitergeht bei Evoland. Die können den YouTube-Button drücken und werden damit ein Teil der Gruppentherapie. Einfach mal drücken und euch freuen, dass ihr dabei seid. Dabei sein kann man auch bei den Social Media Kram, Google+, Facebook und Twitter. Gerade auf Twitter läuft viel Action, was dann sich bei Facebook widerspiegelt. Da könnt ihr vorbeischauen. Links und URL dazu und auch nochmal in der Videobeschreibung. Genau, ein Steve gibt es im Kommentarbereich. Der wartet nämlich auf euch. Und zwar, dass ihr mitmacht und wir zusammen ein bisschen schwatzen und Kommentare schreiben. Also nicht vergessen, Kommentar zu schreiben, was euch gefallen hat und was nicht und was die Lösung für das eine Rätsel ist. Einfach mal unten reinschreiben. Sonst gebt mir einfach Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen hoch, wenn nicht, ist auch okay, denn ich kann damit umgehen. Ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.